Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich zu dieser neuen Ausgabe von Keine Wochenshow. Es ist die letzte schon wieder in diesem Halbjahr, in diesem Juni. Ja. Und dann geht es schon wieder auf Weihnachten zu. Im Grunde geht es jetzt schon auf Weihnachten zu. Ja, wir sind schon wieder im abnehmenden Teil, ja. 28. Juni, Ausgabe 182. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Ja. Es war wieder eine spannende Woche. Ja. In vielerlei Hinsicht. Ja. Reden wir über Corona noch ein bisschen oder wollen wir es mit anderen machen? Wir reden über Corona erstmal. Oh ja, lass uns mal ein bisschen über Corona reden. Ja. War ja eine spannende Woche, ja. Ja, stimmt, ja. Die Frage ist ja, wie lange haben wir das eigentlich noch unter Kontrolle? Das, was wir da jetzt überall so haben an sogenannten Hotspots. Hotspots, ja. Das finde ich ein schöner Begriff. Hotspots. Ja. Hotspot ja. In Reda Wiedenbrück bei Tönnies im Kreis Gütersloh. Das ist ja wohl der Knaller. In Berlin, in irgendeinem Hochhaus. Am Ostbahnhof in Friedrichshain. In Niedersachsen auch wieder in einem Schlachtebetrieb. Bei Wiesenhof. Ja. Ja, es sind ja vorwiegend diese Schlachtebetriebe, wa? Komischerweise. Bei Tönnies haben sie aber auch jetzt bei Gütersloh jetzt massenweise Tests gemacht. Stand heute Abend, da haben sie noch keinen positiven Test von der Bevölkerung her. Ja, naja, es sind 24, glaube ich, die sowieso schon bekannt sind. Aber trotzdem, 1300 paar zerquetschte Fälle allein in dieser Fleischfabrik ist schon... Also ja, und dann zu sagen, wir haben nichts gemacht, konnten nichts machen oder wir wollten nichts machen oder keine Ahnung. Wenn ich dann aber höre, dass hier... Das tut uns ja leid. Das ist ja dieses Reizthema Werksvertrag. Ja. Und ich habe über einen Mitarbeiter gelesen, der einen Werksvertrag hat und der hatte Erkältungserscheinungen und ja... Hat jetzt dann irgendwie mal nachgefragt, naja, was soll denn jetzt machen? Und sein Arbeitgeber, in Klammern der mit dem Werksvertrag, der hat gesagt, nee, also jetzt gehen Sie da nochmal hin und dann gucken wir mal, wie sich entwickelt. Er sagt nur herzlichen Glückwunsch. Ja, normalerweise hätte man da schon sagen müssen, ab nach Hause, Quarantäne, beziehungsweise ab zum Testen und dann zu Hause. Dazu ist es nicht mehr gekommen, weil da der Laden schon komplett unter Quarantäne stand. Aber daran kann man einfach auch mal sehen, wie Lachs die aber krass ist ja, was der Tönnies denn gesagt hat, ja. Ja, da haben sie doch, die Ermittler haben auch dann angefangen, alle Akten einzufordern und mit den ganzen Standorten und mit den ganzen Daten von den Mitarbeitern. Ja, die anderen Zweit- und Subunternehmer kommen uns die Verträge nicht rausnehmen, weil es geht ja um Datenschutz. Sag mal, sind die noch bekloppter? Also denn zu sagen, ja, wir können es nicht, uns liegt es nicht in der Macht, aber wir haben die mal gebeten, die Akten auszugeben, weil, dann sagen die, nö, Datenschutz. Da kann man doch mal sehen, in wie klein nicht Deutschland eigentlich ist. Also anstatt mal sagen, die größere Sache geht vor. Naja, vor allen Dingen, also der Typ muss doch wissen, wer bei ihm arbeitet. Ja, natürlich. Also. Ja, nicht. Also, denn auch den Behörden wirklich nur Namen zu geben und Adresse. Ja. Redner Lohnschein ist. Ja, oder sieht man, was das ein scheiß System ist und dass es einfach mal so nicht funktionieren kann. Und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt was mit Fleischpreise zu tun hat, aber ja, wahrscheinlich würde es teurer werden, natürlich wenn er die alle selber einstellen müsste. Und ja. Das ist auch in allen Betrieben so. Ist zum Beispiel im Krankenhaussystem genauso, lieber einen Werksvertrag haben oder beziehungsweise eine Schwester haben, die vom Subunternehmer geführt wird, als die er selber zusammen ist. Natürlich teurer, die, weil er die selber noch versichern muss. Genau. So macht er das ganz günstig, indem man die einfach nur einkauft. Und man muss sich ja nichts vormachen, da gibt es ja ganz viele Branchen, die sich dann Tochterfirmen einkaufen und die dann das und das machen, eine Leistung, die eigentlich zum eigentlichen... Gewinnoptimierung nennt man sowas. Gewinnoptimierung. Das ist in Kapitalismus eine ganz tolle Sache. Genau. Und da schlittern bei mir mal... Wie hat das schon der Drosten gesagt, er ist nicht optimistisch, dass keine zweite neue Welle kommt, wa? Nicht optimistisch, dass... Oh, das ist aber doppelte Verneinung. Ja, dann ist er optimistisch. Nee, er glaubt, dass es eine zweite Welle genau. geben wird. So, so einfacher, genau. Ja, also ich hoffe nicht, also ganz ehrlich, ich habe nicht Lust, die gleiche Scheiße nochmal 3 Monate zu machen. Ja, aber in Gütersloh machen sie ja ein bisschen anders, weil die haben es ja halt schon unter Quarantäne oder im Lockdown runtergemacht, aber Restaurants dürfen trotzdem aufmachen. Ja gut, das hat aber damit zu tun, dass sie ja noch wissen, wen sie da haben und die ja alle unter Quarantäne sind, in der Hoffnung, dass sie auch alle in Quarantäne sind. Der nächste Landkreis ist auch schon betroffen, Warendorf. Na, weil das direkt nebenan liegt. Genau, also die sind da quasi deshalb mit betroffen. Aber ja, also ich hoffe, ich kann nur hoffen, dass es nicht außer Kontrolle geht. Das Lustige war ja, als Berliner, jetzt hat ja die Woche ja die Kontaktbeschränkungen aufgehoben. Da kam eine Info bei Inforadio dann bei mir auf dem Handy an und 42 Minuten später kam dann der Ausbruch da in Ostbahnhof. Da habe ich gedacht, ja, es leben die Freiheit der Kontaktbeschränkung. Also was auch wirklich ein
nachdenklich machen muss, erstens, wie schnell sich das dann innerhalb dieser Blase ausbreitet. Ja, das ist diese Erzer. Du hast ja nicht nur mit dir Kontakt, sondern hat man dann, bist du in der Familie, die Familie beträgt sich auch automatisch, dann sind 2-3 Personen, dann geht es 2 Kinder. Ja gut, aber wie schnell das dann geht, ja, wenn es dann einmal irgendwo ausgebrochen ist. Also, das kriegst du nicht mal gebacken denn. Ja. Dazu sind wir auch, wenn es vielleicht so weit vielleicht in Australien passiert oder im Busch, da hätte man vielleicht noch ein bisschen kontrollieren, aber so natürlich nicht. Ja. Corona sorgt dafür, dass außergewöhnliche Umstände, außergewöhnliche Aktionen durchgeführt werden müssen. Und letztes Wochenende war ja quasi der Schlusspunkt für die Abiturfeiern 2020, zumindest in Brandenburg. Und unsere alte Schule, das Luise-Henriette-Gymnasium in Oranienburg, haben wir ja letzte Woche schon angekündigt, hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht und hat das Auto-Abi 2020 gefeiert. Drive-in-Abi. Drive-in quasi. Und leider in strömenden Regen auch noch. Ja. Und ich war dort auf dem Gelände des TÜV in Lenitz, im Nachbarort, und habe mir das mal angeguckt. Teilort. Naja, Ortsteil. Nachbarort, mein Gott. Jedenfalls habe ich mir das da mal angeguckt in Lenitz und wie man sich so ein Auto-Abi vorstellt und was die Leute so sagen und was die überhaupt alle so sagen, das seht ihr jetzt. Hallo, liebe Abiturienten. Kritische Situation, wir machen das Beste draus. Wir sind Lost, also das ist unser Name, wir heißen Lost. Und wir haben ein paar Covers für euch, aber auch... Gut, wie findest du es, dass die Feier hier heute auf diesem Gelände stattfindet und nicht in der Schule? Finde ich gut, weil die Eltern können dabei sein und es wäre in der Schule nicht möglich gewesen. Ja. Ist das so weit, wo man sagt, daran wird man sich immer erinnern? Auf jeden Fall, weil ich glaube nicht, dass andere Schulen sowas geplant haben. Wenn ja. Ich das so in der Zeitung gelesen habe, haben alle was anderes und das ist was Einzigartiges. Da wären wir uns auch dran. In 50 Jahren, sag ich mal, noch gerade erinnern. Mit wie vielen Leuten bist du hier? Bitte? Mit wie vielen Leuten bist du hier? Mit meinen Eltern. Okay, und die sitzen dann alle im Auto nachher gleich, genau. Ja? Genau. Wie war die Abiturprüfung? War das mit großem Abstand oder wie war das? Mit großem Abstand, ja, alles in der Aula unter Abstand. Und ich muss sagen, also machbar war es, nur wie man dann gerade so ist, darauf kommt es an. Also, ja, was würdest du sagen, wie lief es bei dir? Na, lief gut. Was hast du jetzt vor? Ausbildung bei der Deutschen Rentenversicherung. An Tagen wie diesen wünscht man sich die alten Zeiten zurück. 20.06.2020, Tag der Abiturzeugnisübergabe in einer auch für mich völlig anderen Form. Normalerweise stehe ich vor festlich gekleideten, erwartungsvoll schauenden Abiturienten in der liebevoll dekorierten Turnhalle der Schule. Musik, die große Bühne, der feierliche Einmarsch in einer für uns vertrauten Umgebung. Diese Zeit ist durch.
klassischer Witz stand auch zur Auswahl für den Einstieg. Ich will ehrlich zu Ihnen sein, seitdem ich weiß, dass ich eine Rede halten muss, bin ich ziemlich nervös und konnte schlecht schlafen. Aber ausgerechnet letzte Nacht habe ich geschlafen wie ein Baby. Ich bin in 2 Stunden Intervallen aufgewacht, habe geschrien und habe mich zurück in den Schlaf geweint. Herzlichen Glückwunsch zum Abi. Was für einen Schnitt hast du denn? Was für einen Schnitt hast du denn? 1-0. Ja, 1-0. Und wie war so die Prüfung? Die war doch ganz anders als geplant, oder? Naja, natürlich, aber... Erzähl mal, wie lief das ab? Naja, mit Abstand natürlich. Und, aber eigentlich, es ging problemlos. Ja. Man hat es verteilt im Schulhaus und von daher okay. Hat eigentlich alles Welche geklappt. Fächer hattest du? Welche waren deine Prüfungsfächer? Mathe, Bio und Englisch. Oh, okay. Volles Programm, ja? Ja. Okay. Und heute wird noch irgendwie gefeiert oder ist jetzt gar nichts geplant? Naja, so also von der Klasse, also vom Jahrgang her eigentlich nichts. Ja. Aber wir trinken jetzt zu Hause schön Kaffee mit der Familie. Und, okay. Na dann auch viel Spaß. Ja, danke. Schon ein paar Mal gesagt. Ich weiß, das mache ich nächstes Jahr und ich habe wieder Tutorium und du bist nie dabei. Tja, wieder Tutorium, ja? Ja. Na? Und ohne Benno, das ist natürlich. Meine Maske. Vielen Dank. Komm, und einen schönen Schirm. Dankeschön. Und es war schön, dass wir in unserer Schule waren. Gut. So. Mhm. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das so zu machen, wie es jetzt gemacht wurde? Wir haben unter den damaligen Bedingungen überlegt, was können wir machen, damit alles gemeinsam stattfindet mit allen, also mit Familie, mit Abiturienten, mit Lehrern und so weiter. Ja. Und dann gab es, unter den damaligen Bedingungen, gab es schon Autokonzerte in Berlin. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, wenn wir was machen, dann müssen wir irgendwas finden, wo wir die ganzen Corona-Regeln einhalten. Ja. Und da ist, sagen wir dann gedacht, naja, gut. Dann. Wer musste jetzt alles gefragt werden, dass man das hier organisieren kann? Das war, wussten wir nicht so genau, wen wir alles fragen müssen. Wir ja. haben deswegen alle gefragt, aber der Großteil hat immer gesagt, sie sind dafür nicht verantwortlich. Und am Ende war es, glaube ich, das Schulamt und der Landkreis, der einverstanden sein musste. Okay. Das war jetzt, glaube ich, auch die einzige Schule hier im Umkreis, die das ja. so gemacht hat, oder? Mhm. War das unumstritten oder gab es auch durchaus Kontroversen? Nee, es gab auch sehr, also vorrangig am Anfang gab es viel Kritik. Ja. Und hat es jetzt, wenn man es jetzt aber heute so sieht, jetzt mal abgesehen vom Regen, hat es Spaß gemacht? Ja. Ich fand's toll. Was war so der Eindruck, wie ist so die Stimmung bei den Abiturienten gewesen? Gut, also alle mit, ich habe ja die Autos nachher ausgewiesen und die waren alle so, es war toll. Ja. Ja, Abitur, Abitur unter ganz besonderen Bedingungen. War das klar, dass das alles so funktioniert heute? Nein, weil das kann man hier vorher nicht üben und da kann Technik ausfallen. Der Regen hätte auch vieles kaputt machen können. Ja. Nie und nimmer war das klar. Also ich habe ein paar Nächte schlecht geschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man es jetzt so, jetzt ist es ja vorbei. Wie ist jetzt so das Fazit? Ja, ich bin sehr erleichtert. Glücklich eigentlich, dass viele Leute, ich glaube, dass sie auch glücklich waren. Also ja. das hat dann auch Spaß gemacht wieder. Ja. Ist es trotzdem schade, wenn man die jetzt quasi nur so am Auto an einem vorbeifahren lassen muss? Also...
wir hatten ja doch relativ noch gut die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Natürlich ist es auf der großen Bühne immer schöner, da kann man auch mal umarmen, das geht hier natürlich nicht. Ja. Aber wir haben ja auch besondere Zeiten. Ja. Also ich muss schon sagen, eine coole Aktion. Es ist natürlich einerseits schade für die Leute, dass sie halt nicht nochmal so richtig feiern konnten. Und also es gab auch kein Abiball danach. Nein. Das war alles komplett... Zumindest nichts Offizielles. Also was jetzt irgendwo inoffiziell... Also einer hat ja gesagt, haben wir ja gerade gesehen, der hat ja gesagt, dass sie danach Kaffee trinken wollten in der Familie und dass dann Schluss war. Aber ob da jetzt natürlich am Abend noch irgendwo, weiß man nicht. Wollen wir jetzt auch nicht weiter erörtern. Im Kinderzimmer ein bisschen Party gemacht. Oder so. Und dann gibt es ja die Veranstaltungsbranche, die in dieser Woche auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja, also das Krasse ist ja, dass sie das eigentlich erst mitgekriegt hat, nachdem mit dir laufen ist. Ich frage mich auch, also es geht um die Night of Light. Ja. Am Montagabend um 22 Uhr wurden 3 Stunden lang viele öffentliche Gebäude, Kirchen, Plätze, Veranstaltungsorte in rote Farbe getaucht. Angestrahlt. Und damit wollte die Veranstaltungsbranche quasi auf ihre, ich sag mal vorsichtig, missliche Lage hinweisen. Und ja, auf sich aufmerksam machen. Irgendwie haben sie das vergessen, dafür Werbung zu machen, weil ich habe es erst Dienstag mitgekriegt, nachdem die laufen ist. Ja, also ich habe es schon lange davor mitgekriegt, auf Facebook, wo der überall stand ja da, die machen mit, der macht mit. Und also ich frage mich aber grundsätzlich, warum man das eigentlich Montagabend macht und nicht zum Beispiel Sonnabendabend, wo vielleicht noch ein paar Leute unterwegs sind oder so. Weil sie vergessen haben, was das für ein Tag ist, keine Ahnung. Also das ist sicherlich besser gewesen, wenn es auf dem Wochenende gewesen wäre. Oder Freitagabend wäre noch cooler gewesen. Aber damit ihr mal seht, wie das aussah, ich habe hier Fotos, und zwar aus Oranienburg. Da ist das Schloss beleuchtet worden und auch die Orangerie und ein Augenoptikgeschäft und auch noch andere Sachen. Dann in Kremmen, unser Freund Andreas Dalibor, der ja auch schon mal hier war, der hat sein Theater in rotes Licht getaucht, die tiefste Provinz. Und auch die Beatfabrik in Marwitz ist in ein rotes Licht getaucht worden. Kann man ja was falsch darüber denken, wenn man da zufällig mal vorbeifährt, aber nicht von der Aktion weiß. Was soll ich sagen? Ja. Ja, kann ich mal sagen. Da fehlen die Worte spontan, ja. Nee, man will ja nichts Falsches sagen. Genau. Die sind ja sowieso, das ist, so eine Sache ist ja halt noch dankbarerweise noch verboten. Bis auf weiteres. Was heißt denn dankbarerweise? Das heißt, die sind, da kann sich auch was passieren, da kann man die auch schnell übertragen. Ja, also das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits ist es natürlich so, also wenn man jetzt eine Disco öffnet, also da das hat man den nächsten Hotspot, das ist den nächsten Ischgl hier, was so alle Angst haben. Ich habe heute ein Facebook-Video von Micky Krause, den er das erste Mal diesmal in Malle war und hat dann gefilmt, die Schinkenstraße, und er sagt, das hat er noch nicht erlebt. Komplette Leere, also wie die alle heißen, Ballermann und wie heißt das, Bierpark und Megapark und sonst irgendwas, alles komplett leer. Er hat wirklich die Straße gefilmt und hat dann, konnte selber nicht fassen, dass da nichts ist, gar nichts. Ja, so ist das halt mit. Hast du einen Tipp? Jetzt schon einen Tipp? Nee, hast du ein Bier? Ja, wollte schon sagen, also sag mal. Ja, wir sind schon 20 Minuten da vorbei. So, wir haben heute was ganz Tolles. Spalter. Da könnte man jetzt aber auch einiges denken. Spalter Nummer 1, Pilz. Nee, das kannst du dann nehmen. Ist das gegen Kopfschmerzen oder was? Das heißt, hieß du mit Spalt N früher. Wie, das Bier? Nee, die Tablette. Achso, gibt's die nicht mehr? Keine Ahnung. Spalter Nummer 1, Pilz, Stadtbrauerei Spalt.
in 91174, also muss es Bayern sein. Franken. Naja, ist ja wohl Bayern. Die Nummer 1, wobei 1 in Anführungsstrichen, also vielleicht auch nicht die Nummer 1, unter den Spalter Bieren. Okay. Wortspiel. Mit Aromahopfen aus den heimischen Hopfengärten wird nicht gespart. Das gibt unserem Pilz Nummer 1 ein unverwechselbares Aroma. Farbe brillant goldgelb, Aroma frische kräutrige Noten, Geschmack spritzig, prickelnd, ausgewogen, schlank. Hopfen, Spalter, Malz, Pilsner, Malz. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Und 4,9%. Das ist was ganz Außergewöhnliches. Normal sind bayerische Biere relativ mild, malzig. Ich war da gerade abgewaschen, ja. Ich sag, sehr weich im Abgang, rund im Abgang. Und das ist hier eher so typisch für nordisches Bier. Also eher mehr Bitterstoffe drin und auch herb. Und, das Glas war niemals abgewaschen, da ist lauter Krümel drin. Ich hab das abgewaschen gestern, ja? Bitteschön. Ich hab sie zwischendurch schon benutzt gehabt. Oh, das spaltet. Oh, wie gesagt, dafür, dass es eigentlich ein bayerisches, fränkisches Bier ist, ist es super herb. So eher gedacht an nordisch Bier. Das ist ein bisschen auch hier die grüne Flasche, was eher an Jeveren Becks erinnert als an bayerisches Vollbier. Also, das ist jetzt Geschmackssache, wie gesagt, da spalten sich die Meinungen. Ja, also in dem Fall definitiv, ich muss gleich nachgucken. Ja, trotzdem mal was anderes. Dann kommen wir zu den Promi-Geburtstagen der Woche. Ja, fangen wir Montag an. Bitte. Da ich nur ein. Joey Kramer, Schlagzeuger von Aerosmith, ist 70 geworden. Ich habe den Politiker, den FDP Grand. Ist ja nur Grand Mann. Grand Mann. Rainer Brüderle ist 75 geworden. Darauf ein Weinchen. Ja, ein Weinchen. Dienstag fange ich an. Bereits mit 45 Jahren ist Katie Townstar Sängerin und Gitarristin. Dann der Musiker oder Komponist oder weiß ich nicht, also Jan DJ. Tiersen. Jan Tiersen, der unter anderem ja die Musik zu Die fabelhafte Welt der Amelie. Also diese schönen Klavierstücke hat der geschrieben. Ja. 50 Jahre alt geworden. Genauso wie Marc der ist 50 Uhr geworden. Der war ja so, das war auch schon Mitte der 90er. Mitte der 90er. Tears don't cry. Don't lie. Lie, don't lie, genau. Ja. Ja. Tränen lügen nicht. No. Und auch am Dienstag 55 geworden Manuel Andrack, der ehemalige Sidekick von Harald Schmidt. Und Glenn Danzig, der Sänger von Danzig, ist 65er und auch ehemaliger Sänger von den Misfits. Ich bin dann raus bis Donnerstag. Nee, Donnerstag habe ich noch Carly Simon, Yosu Wayne hat die gemacht in den 70ern, die ist 75 geworden. Und Freitag ist bei mir Chris O'Donnell, Schauspieler, ist 50 geworden. Jetzt können wir Samstag weitermachen. Sondern 35 geworden, der ehemalige Formel-1-Fahrer und Weltmeister Nico Rosberg, 35. Genau. Schauspieler Tobey Maguire, bekannt aus Spider-Man, ist 45 geworden. Und am Sonntag... Nee, Samstag halt noch. Onkel Axel Rudi Pell, Gitarrist und Songwriter einer Metal-Kombo, ist 60 geworden. Einer Metal-Kombo? Ja, der trägt seinen Namen. Axel Rudi Pell. Der hat immer so, er ist der Mittelpunkt und hat dann noch ein paar Hansels drumherum, die dann zusammen eine Platte aufnehmen. Also ich habe ja hier schon einiges gehört, aber davon habe ich wirklich noch nie gehört. Der coole Musik macht der. Der sieht vor allem aus wie Lassie mit langen Haaren. Bist du so. Das wäre ganz cool. Der Moderator von Brisant und ich glaube, er hat auch mal das Riverboot gemacht. René Kindermann vom MDR ist am Sonntag, heute 45 ist er geworden. Wir haben den großartigen Samstagsgeburtstag vergessen, aber den überschlagen wir mal, wa? Da war nichts. Da war nichts. Gestorben. Ja. Abschied nehmen mussten wir in dieser Woche von Motzki. Jürgen Holz ist, glaube ich, weit über 90 ist er gewesen, hat wohl bis zuletzt noch auf der Bühne gestanden. Respekt. Ja. Aber bekannt ist er halt durch Motzki geworden. Nee, noch. Das war aber eine krasse Serie. So, dann darfst du jetzt tippen. Ich tippe mal, natürlich heute mal zu Ehren Metal. Und zwar mit Testament und mit Titans of Creation. Zu Ehren was? Nö, mal wieder, weil letzte Woche war ja kein Metal, das war ja Doom Rock. Jeweils Testament, Titans of Creations. Testament ist eine Band, die gibt schon unglaublich lange. Erst 1983 unter Legacy und dann ab 1986 unter ihren Namen Testament. Und ein unglaublich tolles Werk. Heike hat zwar schon oft gesagt, dass Alben toll sind, aber die versprüht eine
eine unglaubliche Macht, eine Kraft. Und trotz ihrer, weiß ich nicht, mehr als 30-jährigen Karriere schaffen sie es, sich immer wieder neu zu erfinden, aber trotzdem ihre Bay Area Trash-Wurzel nicht zu verlassen. Und die Gitarristen, die haben so eine filigrane Technik drauf, die spielen einen wirklich an der Wand. Also Alex Gornick und Eric Pedersen, die smoothen da wirklich durch und hauen ein Brett nach dem anderen raus. Das macht unglaublich Spaß, das Album zu hören. Davon kann man wirklich nicht alle sagen. Also die gibt ja unglaublich viele Bands aus dieser Zeit. Anthrax, Exodus, Death Angel und wie sie alle heißen. Da ist aber eine Fliege drin. Da ist jetzt eine reingerutscht. Das kann ja wohl nicht werden. Aber die haben jedes Mal, schaffen sie ihre alten Wurzeln nicht zu verkümmern und immer wieder ein neues Potenzial reinzuholen. Und ich finde, es ist ein unglaublich tolles Album geworden. Und für mich Highlight, neben der Single, Night of the Witch, ist City of Angel Midnight. Das geht, wie gesagt, 7 Minuten lang und die hauen da Dinge raus. Und der Sänger, Jack Billy, der ist mittlerweile auch schon fast 60, aber der haut das immer noch so kraftmäßig richtig... Ja, richtig raus. Also es ist ein großartiges Album mit Testament, Titans of Creations. Ja, und dann war ja letztes Wochenende plötzlich Stuttgart. Ja, was war denn da bitte schön los? Der, weiß ich nicht, Schmelztiegel ja, warum? Der Gewalt in Deutschland. Warum? Na, es war wohl so, dass die Polizei Leute kontrolliert hat aus der Partyszene. Da ging es wohl um irgendwelche Drogen und das ist wohl eskaliert. Ich hab den schon mitgekriegt, ich hab den Grund des Ganzen immer nicht mitgekriegt. Die haben nur geschrieben, Randale und alles schlimm hier und da. Aber den Grund habe ich nie irgendwo gehört, warum die überhaupt. Ja, aber wahrscheinlich gibt es gar keinen richtigen Grund. Das waren einfach Leute, die. Also sagen die. Mal so richtig loslegen wollten. Also Chaos, was früher Chaostal in Hamburg, weil die Hannover waren, haben sie jetzt nach Stuttgart verlegt oder was? Ja, also, aber ich finde schon erschreckend. Also, wenn man da wie ein Video sieht, wo ja auf ein Polizeiauto beschmissen wird mit allem Möglichen und Leute da was ran und reinschmeißen und Scheiben kaputt machen, weißt du, Läden die Scheiben einhauen. Also früher war es ja immer so, dass man da irgendwie, wenn man in Chaostage denkt von früher, die waren schon richtig schlimm, aber da war man aus so einer Szene raus. Also da hat man aus Szene so organisiert. Jetzt sind ja einfach, wie du schon sagst, irgendwelche Leute, die da ein bisschen... reindrehen. Also das sagt die Polizei. Also kein mich aufrufen, also, was die Polizei sagt. Das ist schon krass. Also dass du selbst da, du kannst ja nicht mehr ein Spektrum zuordnen jetzt großartig, sondern einfach aus der Masse heraus. Und das ist schon beängstigend. Na, ich sag mal, die Rechten, die ordnen das natürlich dem linken Spektrum zu. Ja, aber die Polizei sagt, eigentlich ist es kein Spektrum zuzuordnen, es ist einfach irgendwie so mehr oder weniger willkürliche... Ja, das ist schon echt tragisch. Ja. Ja, also ich frage mich, was da dann auch noch kommen soll und wie... Also weißt du, haben wir es in Berlin geschafft, am 1. Mai das halbwegs auf die Reihe zu kriegen, dass sie da vernünftig da ihre normalen... doch, die letzten Jahre waren schon relativ für Berliner Verhältnisse ruhig. Ja, aber es ist ja sowieso im Moment so eine ganz komische Stimmung gegenüber der Polizei. Ja. Natürlich macht die Polizei Fehler. Natürlich läuft wahrscheinlich nicht alles rund, aber jetzt so eine grundsätzliche Anti-Stimmung... Also, das kann ich nachvollziehen. Ja. Dann sind wir am Ende dieser heutigen Sendung an diesem 28. Juni. Wir sind in der zweiten Jahreshälfte. Ja. Ja, dann auf dem Weg zum Weihnachtsfest. Ja, dem wir schon sehr entgegenfiebern. Ja. In diesem Sinne. Prost, und was war denn hier? Das war schon wieder keine Wochenshow. Mann, oh Mann, oh Mann.